Hosen hochkrempeln für den Heimsieg. Lautern will endlich mal wieder zu Hause gewinnen. Erst ein Heimsieg im November gegen Lübeck. Heute geht's gegen seine Elf, Thorsten Frings und der SV Meppen zu Gast auf dem Betzenberg. Marco Antwerpen hat gefordert, macht Druck, ich will was sehen von euch, hat Marvin Poirier gar nicht erst in den Kader genommen. Ausrufezeichen für alle anderen Elf. Lautern kam auch erst ganz gut rein in das Spiel, dann schläft die Partie und dann erlauben sie sich sowas hier. Marlon Ritter, das war ein Fehlpass im Aufbauspiel. Meppen abwartend, guckt sich Lautern erstmal aus und guckt dann mal, was Avdos Bahic macht. Fehler von ihm, Hämlein, 1-0 die Führung in der 29. Minute. Hält sich die Ohren zu, der Ex-Lauterer. Fehler von Lautern im Aufbauspiel und dann haben sie sehr viel Ruhe. Der SV Meppen müssen es nicht hektisch machen. Guda mit dem feinen Chippass und Spahic, müssen wir gar nicht drüber reden, verliert da die Orientierung. Hämlein, Latte und der Ball ganz klar hinter der Linie. Führung für die Gäste nach einer halben Stunde. Frings ist zufrieden. Eigentlich ist das auch alles ordentlich, was der SV Meppen macht. Sie sind gefährlich, wenn sie vors Tor kommen, aber insgesamt ein bisschen wenig. Lautern schüttelt sich kurz und dann sind wir in der 38. Minute. Ritter, der Pechvogel von eben, leitet selbst ein. Zimmer, Ritter, Ausgleich, 1:1. Macht seinen Fehler von vornehin wieder gut. Marlon Ritter mit dem Ausgleich. Und es war die erste fußballerisch feine Aktion der Gastgeber in diesem Spiel. One-Touch-Fußball einfach mal machen und sofort führt es zum Erfolg. Halbzeit im Fritz-Walter-Stadion, 1:1, das Ergebnis durchaus in Ordnung so. Wir erinnern uns dran, Lautern will ja unbedingt mal wieder zu Hause gewinnen. Wenige Sekunden ist diese zweite Halbzeit dann alt. Und dann passiert das hier, erschreckend passive Gastgeber und Elfmeter. Rieder hält Bure und die Entscheidung ist völlig korrekt. Sie sind einfach noch nicht da, die Lauterer. Und dann ist es letztendlich Rieder, der klären muss und Bure von hinten zieht. Und der tritt dann auch an für den SV Meppen. 2:1, wieder sind die Gäste in Führung. Nackenschlag für den FCK, die sich viel vorgenommen haben und sich wieder selbst schwächen. Er kann zufrieden sein, Meppen macht das auch in der zweiten Halbzeit insgesamt sehr, sehr ordentlich. Antwerpen reagiert sofort, wechselt erst dreimal und danach noch zweimal. Also insgesamt 5 Wechsel, schon nach 58 Minuten und die Joker stechen. Elias Huth, 59. Minute, Ausgleich 2:2. Die Flanke kommt von Hendrik Zuck, der durfte noch drin bleiben. Dann ist es Hercher, der den Ball scharf macht und Huth, der den Ball über die Linie drückt. 2:2, der Joker sticht, Antwerpen kann zufrieden sein, er hier nicht. Denn Meppen war besonders in der Schlussphase noch extrem gefährlich. Und das hier sind Diskussionen, über die wir sprechen müssen. Eigentlich ein Elfmeter. Gibt aber keinen Elfmeter, wird gänzlich übersehen. Die Schlussphase ist, wie gesagt, extrem hektisch. Wir sind schon in der 90. Minute. Lautern wirft nochmal alles nach vorne. Sie wollen unbedingt diesen Dreier. Das ist der Ball. Und eigentlich will er den treffen, wird aber von hinten umgestoßen. Gibt gar nichts. Es wäre ein Freistoß in richtig guter Position gewesen. Aber der Schiedsrichter sagt, am Ende bleibt's beim 2:2. Ich finde ja schon, dass wir trotzdem auch auf einem guten Weg sind. Also wir gehen hier zweimal in Rückstand und vielleicht lassen andere Mannschaften den Kopf hängen. Aber wir reißen uns dann in den Phasen dann auch nochmal zusammen und gehen auf einen Ausgleich. Vielleicht mit ein bisschen Glück machst du vielleicht mal das 3:2. Es würde uns auch mal gut tun. Aber ja, wir müssen viel mit den Spielern wieder sprechen diese Woche. Ich glaube, ja, dass wir stolz sein können auf unsere Leistung. Wir wissen, oder gerade ich weiß auch, was hier heißt zu spielen. Ich freue mich irgendwie über den Punkt, aber irgendwie bin ich auch enttäuscht, weil ich glaube, dass für uns mehr möglich gewesen wäre. Viertes Spiel unter Antwerpen. Dreimal gerät Lautern in Rückstand, kommt wieder zurück. Meppen hat noch 2 Spiele weniger und kann mit dem 2:2 viel, viel besser leben. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.